Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 Twisted Adventures. Im letzten Part habe ich gesagt, dass wir jetzt die Schneewelt machen werden. Boah, hoch rüber mit dir. Und zack. Okay, ich glaube, das reicht nicht ganz, um darüber zu kommen hier. Wie das eigentlich von mir intendiert war. So. So, zunächst mal müssen wir mit dem Kollegen hier sprechen. Hi, Mario, I prepare the cannon for you. Denn die brauchen wir sehr häufig in diesem Level. Ja, ja. Ready for the blast off und so weiter. Den Text dürfte man ja kennen. So, runter mit dir. Also man sieht, hier erscheint dann irgendwann der rote Münzstern. Zack. Und jetzt ab ins Kanonenloch. So, erstmal werden wir den Kollegen hier vernichten, damit er nicht nerven kann. So, wir brauchen ein Baby-Pinguin-Baby-Viech. Okay, hier Anlauf holen und runter. Ich denke, das dürfte nicht so das große Problem sein. Okay, und der fällt zum Glück auch nicht runter. Zack. So. Und da ist das Viech bei der Mutter. So. Oh, wo warst du? Geh in dein Schlafzimmer. Ich muss dir was sagen. Was, ein Stern? Warum sollte ich dir das geben? Ich tue das auf die Box. Und er denkt, ich wünsche, dass er runterfällt, während er den Stern holt. Das ist natürlich etwas fies. Zack. Finding the Lost Penguin. Die erste Aufgabe ist fertig. So, das heißt hier... Ja, Shoot to the Mountain. Das haben wir ja eigentlich schon eben gemacht, zum Bergschießen. Aber jetzt dürfen wir das halt nochmal machen. Wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die in diesem Hack relativ häufig auf uns wartet. So. Zack. So, komm her. Benutze dich jetzt mal kurz, um hier rüber zu kommen. So, bitte auf die Box, Mario. Da. So, hier ist nämlich der Stern drin. Deswegen sollte Mario hier auf die Box. Hier, Shoot to the Mountain. So, die Aufgabe wäre jetzt auch fertig. Secret Inside the Mountain. Ja, hier haben wir jetzt wieder 5 Itty-Bitty-Secret-Dinger. Heißen die ja normalerweise. So, hier. Okay, ich wollte eigentlich hier was zeigen, aber na gut. Dann kann ich das halt nicht zeigen. So, jetzt haben wir hier das zweite Ding. Eigentlich sind da irgendwelche blassblauen Sterne da drin, in diesen Senken da, die man da einsammeln muss. Das wollte ich eigentlich zeigen. Aber das ist mir halt nicht so gelungen. Zack. Ah, so, komm her. So. So.
Jetzt dürfen wir da hoch. Und auch hier ist jetzt noch mal so ein Teil. Mit einem Stern drin. Ja, hier sieht man den jetzt. So. Zack. Oh, mein Baby ist weg. Ja, ja, ja. Aber das hatten wir ja schon mit dem Baby, die Geschichte. Okay. So, und da oben müssen wir jetzt nochmal rauf, um an das letzte Ding hier zu kommen. Ja. Zack, zack, zack. Hilfe. Okay, ich glaube, das ist mir jetzt zu riskant, da jetzt so drüber zu schweben. Ich mach das jetzt lieber per Weitsprung. Ich denke, das ist sicherer. Und dann, ja, haben wir jetzt unser Five Secret Ding hier. Here we go, Mario. Five Secret Spots, ja genau den. So, und dann nächster Stern. Also, nee. Habt ihr jetzt die falsche Reihenfolge gemacht. Secret Inside the Mountain wäre jetzt erstmal das nächste gewesen. Aber das können wir ja jetzt auch nochmal schnell holen. War, das war dumm. Aber zumindest haben wir jetzt die 5 geheimen Stellen gemacht. Also der... einer der aufwendigsten Sterne ist damit schon erledigt. Zack. Und Secret Inside the Mountain. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat in diesem Part schon. Ja, hier gibt es noch so eine Stelle, die wir eben für den Stern nicht gebraucht haben. Den Secret Spot. Und hier ist, tada, ein Stern. Also das ist eigentlich ein relativ billiges Sternversteck hier. So, Secret Inside the Mountain ist erledigt. Und hier geht's jetzt wieder rein. Snowy Red Coins. Schönen roten Münzen. Hilfe. So. So, zack. Zack. Okay, rüber mit dir. Ja, jetzt geht's hier relativ schlicht ums Geld holen, eigentlich. So, und da gibt's einen Schatten, der wird später noch relevant werden. Wenn man den Part aufmerksam geguckt hat, dann weiß man vielleicht, inwiefern der noch relevant werden durfte, der Schatten. Mann! Mario, halt dich an der Kante fest, bitte. Und...
Zack. So. Hilfe. Zack. Okay, ich glaube... Hilfe. So. Ah, und da oben habe ich was übersehen, sehe ich gerade. Ja, irgendwo muss ich ja jetzt eine rote Münze übersehen haben nach meiner Rechnung. Hilfe. So, zack. So. Ja, das war dumm. Okay, das war dumm, Leute. Wir dürfen jetzt alles nochmal machen. Weil ich jetzt in einem ziemlich doofen, ungünstigen Winkel da geschossen habe. Hilfe. So, 16. So. Okay, ja, aber diese Lex, für die kann ich jetzt nicht. Das liegt nicht am Emulator, das liegt jetzt alles an der Aufnahme hier, die ganzen Lags. Aua, dankeschön, Kollege. So. Hoch mit dir, Mann. Okay, und dann haben wir hier ja jetzt weitere drei Münzen. Und hier auf dem Baum haben wir jetzt das nächste Teil auch. Zack. Aua, das war jetzt ein bisschen ungünstig doof, ne, wieder. Okay, da scheint jetzt aber kein Teil zu sein. So. Jetzt probieren wir es hier nochmal. Okay, das ist jetzt ungünstig, dass der jetzt wieder genau da drauf gefallen ist. Okay, dann korrigiere ich aber mein Urteil bezüglich der Münzen. Hier gibt es gleich drei Stück. So. Ja, und hier muss man dann mit einem Hecht darüber, weil es nicht anders geht. Zack. So, damit hätten wir jetzt den Stern hier geholt.
You have collected 100 coins. Zack, und dann haben wir hier auch die letzte rote Münze hier oben. Nee, ich dachte jetzt, ich habe nicht genug Sterne. Dann nicht genug Sterne am Ende, weil ich jetzt irgendwie im Kopf hatte, dass am Ende jetzt nur zwei Münzen oben sind. Tatsächlich waren jetzt drei oben. So, damit hätten wir jetzt dich geholt, du Stern. Snowy Red Coins. Und was jetzt noch übrig bleibt, ja, ist Treasure in the Sky. Da wird dann hier der erwähnte Schatten relevant für diesen Stern hier. Zack. 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 Okay, aber ich glaube, man muss hier nicht hoch. Ich werde jetzt vom Münzschalter aus starten. Und dann, was man hier sieht mit dieser Flügelkappe, dafür braucht man die auch, ist hier eine hübsche Box. So. Und dann hier Stampfattacke in der richtigen Höhe und dann hat man das Teil schon. Here we go, Mario. Ja, genau. Treasure in the Sky ist jetzt erledigt. Das heißt, wir haben jetzt alle Sterne von Kurs 4. Der Part ist jetzt noch vergleichsweise kurz, also würde ich sagen, zack, rüber. Dass wir jetzt noch kurz was anderes machen, hier in diesem Part. Ups. Und zwar hier nehmen wir uns hier die Flugkappe. Wir können uns hier auf der Overworld nämlich noch einen Stern holen. Zack. Hilfe, Hilfe. Zack. Zack. So. So, und dann haben wir hier einen wunderbaren Toad. Hier. Der erscheint, glaube ich, erst später, wenn man ein paar Sterne hat. Hi Mario, wie bist du hierher gekommen? Es ist schön, dich zu sehen. Was tue ich hier? Ich genieße die Übersicht, die Mr. Ivan 97 Schleichwerbung getan hat von dieser Plattform aus. Es ist so wunderschön da drüben. Was, ein Stern? Ich habe einen und du kannst ihn haben. So. Here we go. Congratulations, safe. Ah ja, wo wir schon mal dabei sind. Kann ich noch mal was anderes zeigen. Hier. Und zwar... Okay, dann lasse ich das jetzt, wenn die Flügelkappe jetzt sich aufgebraucht hat, dann machen wir... Ach, den Scheiß ein andern Mal. Aha! Okay. Ich kam mit diesem Wechsel der Kameraperspektive jetzt nicht klar. Aber was wir jetzt machen werden, ist zum Eingang der fünften Welt gehen. Denn es gibt nur zwei Sterne auf der ersten Overworld, soweit ich weiß, und die hätten wir jetzt also vorerst durch. So, Kurs 5, wenn mich nicht alles täuscht, sich hier befinden, in der Ecke. So, ja, der öffnet jetzt den Stern. Die Sterntür ist jetzt geöffnet. Ja, hier ist anscheinend ein hübscher Brunnen.
Aber offenbar muss ich hier jetzt noch eine Sterntür öffnen. Ja. Okay. Und hier ist der fünfte Kurs. Im nächsten Part werden wir das hier machen. Ghostly House. Bis dann, Leute. Ciao.